Aufstellung ist auch ganz wichtig teilweise. Ich würde die jetzt wieder anlocken durch einen Fernschuss, aber jetzt habe ich irgendwie wieder ein bisschen Angst, dass die dann wieder so durch uns durch. Ich sehe die Bücher vor lauter Regalen nicht mehr. Dass die so wieder durch uns durchschwubbelt und. Na, ich glaube, das ist noch zu. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ja. Das ist zu weit weg. Es gibt immer eine bestimmte Reichweite davon und dann muss sie so weit auf die Reichweite laufen. Und das hätte ich ganz gern, wenn sie das eben gerade nicht muss. So, ich guck mal, dass ich der schon entgegenkomme. Wie gesagt, funktioniert manchmal, nicht immer. Das sieht man immer so, wenn sie dann vor der herlaufen irgendwie, dann klappt das irgendwie nicht so richtig mit dem Abfangen. Dann müsste ich mal mich hier ein bisschen zurückziehen. Irgendwie, dass man die mal so klar ist. Hopp. Ah, oh Mann, ey, die ist wirklich hartnäckig. Die ist wirklich so, nee. Der hat mich zuerst angegriffen. Ich greife den jetzt auch an. Ja, ich wollte eigentlich dann einen gezielten Schuss mitmachen, kannst du vergessen. Habe ich meinem eigentlich einen Nahkampfsonderfertigkeit gegeben? Aua. Ich werde sie noch zurück. Vorne ist noch eine, ich weiß es. Oh, sind beide ungefähr an der gleichen Stelle gestorben. Okay, wir schnell speichern. Nochmal, ich habe nämlich keine Lust, den Mist mehrmals zu machen. Ich weiß, da vorne war noch eine. Ich weiß nicht, ob die. Doch, ja, die ist so weit geglubbelst. Oder ist das schon wieder in der Ecke eine? Da ist doch schon wieder in der Ecke. Warte, war da eigentlich irgendwas noch? Und dieses. Oh, sieht so. Naja, oh, aus. Aha! Ich sag euch, die Mistviecher sitzen in den Ecken. Okay, ist der richtige. Hau drauf. Hau drauf. Hau drauf. Und hau drauf. Ich sehe die Bücher vor lauter Regalen nicht mehr. Aber die halt die Fresse, ich habe echt was anderes zu tun. So, du kannst das dann nochmal machen, wenn du kannst. Du kannst. Und dann kannst du auch mal in den Nahkampf hier gehen. Den Armatros hält er noch schon. Sterb! Ah, oh, Mist. Jetzt kommt man wieder aus so Gefecht. Ah, ich dachte gerade, das wäre die. Ah. Ah. Okay, jetzt sind alle wieder da, immerhin. Weil ich gerade gesagt habe, oh, die läuft ja weit. Die läuft überhaupt nicht weit. Die ist. Die war da die war da in der Ecke. Also es ist wirklich, wirklich infam. Und sogar wenn man es weiß, dass die gerne in den Ecken sitzen, bis man sich da umguckt und es sieht. Viel zu spät. Viel zu spät. Ja, wir gehen erstmal geradeaus. Irgendwelche Bücher hier. Wie geht's uns? Oh, uns geht's gut. Ich bin noch etwas nervös, aber hopp. Diese Kombi von Wuchtschlag und Finte finde ich tatsächlich ganz cool. Haben wir zwei hintereinander drauf. Die sind ja immer mal so ein bisschen. Die erholen sich mir. Die erholen sich mir ein bisschen zu schnell. Also ein bisschen viel für meinen Geschmack. Die Fledermäuse ignorieren wir jetzt mal hier. Au! Oh! 22. Keiner von uns, ne? Nee. Dann war es echt gut. Super. Na, du schießt einfach so. Und wenn ich hier rauskomme. Oh, nett. Und wenn ich hier rauskomme. Aua. Na, okay. Ich glaube, das dürfte. Oh. Ich mache immer. Ich weiß nicht warum. Ich mache immer irgendwie Escape und dann. Und das ist eigentlich immer falsch. Wenn ich hier rauskomme, baue ich mir die bessere Armbrust. Allein, dass er mehr Wumms macht für. Steinsarg? Skelette. Ja, mach mal auf, was soll's. Vergilbtes Tagebuch. Brr. Das ist.
ist das für ein Tagebuch? Das Tagebuch der Amöben ausgelutschten, oder was? Das will ich doch jetzt... Ist das... Nee, ist auch alles Rezept. Lesen. Das Tagebuch des ehemaligen Tempelvorstehers des Sesindetempels. Ein interessanter Eintrag am Tag, als der Tempel niederbrannte. Sie kamen, während wir uns im Abendgebet befanden. Bruder Leonard und ich konnten gerade noch die Teile der Umbrakor-Statue in die Krypta tragen, als über uns der Tempel in Flammen aufging. All das Wissen ist verloren, doch die Heiligtümer wurden gerettet. Dann folgt eine unleserliche Stelle. Sie waren seltsam tätowiert und ihre Anführerin war die grässlichste Frau, in der ich in all meinen 54 Götterläufen begegnet bin. Hütet euch vor, der Rest des Textes ist vergilbt und unleserlich. Ja, schön. Gibt doch nichts wie um ein bisschen Flavor in das Zeug reinzubringen, als das Tagebuch von total grausam Verstorbenen. Hier war es, glaube ich, ne? Ja, Orientierung hält. Hier irgendeine, ich schwöre, irgendwann saß mal eine zwischen den Särgen. Also, sagen wir es mal so, wenn ich so nah dran komme, um da in die Ecken zu gucken, ist es zu spät, falls da eine sitzt. Also, das ist wirklich... da ist jetzt eine. Steht dieses ganze... Steht der ganze Raum hier unter Wasser? Oh nein, eins, zwei... Was machen wir? Also sie braucht erstmal den hier wieder drauf. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich glaube, sie kriegt dann einfach überall einen Rüstschutz von plus 2. Ne? Ja. Also das hier zum Beispiel ist sehr nice. Ne? Gut, aber das soll uns jetzt erstmal nicht kümmern. Ich bin gerade am gucken. Ja, gut. Die wechseln sich ab. Hallo? Herbequem, das tut sie auch. Wir warten hier. Ein bisschen zumindest. So. Und ich versuche sie mal hier außer Gefecht zu setzen. Ich weiß wieder nicht, wie gut das funktionieren wird. Aber man kann es mal probieren. Ja, die lässt sich auch gar nicht aus der Ruhe bringen. Okay, wir wechseln in den Nahkampf. Okay, schnell, schnell, schnell. Alle nochmal drauf, da kommt die zweite. Ja. Okay. So, der kann mal stehen bleiben. Ah, shit! Ich bin auch zu blöd. Das fällt mir viel zu spät ein, dass hier auf der anderen Seite, dass ich wetten kann, eigentlich, dass noch eine kommt. Okay. Klar, das. Nee, versetzt ja erstmal so einen Blitz. Ich finde, das macht so. Das ist ein Debuff. Bisschen. Nimm du die. Da nochmal eine gezielte. Oh, ist das so schade dafür. Ich weiß halt nicht, ich kann es gerade nicht einschätzen, aber ich will jetzt eigentlich Gladys nicht alleine gegen dieses ekelhafte Viech stehen lassen. Das wäre zu viel verlangt jetzt gerade. Oh, Mist. Gladys ist. Kommt schon einmal noch, dann habt ihr sie. Sterb! Kommt schon, haut. Ah. Rolana! Komm schon! Ich glaub's nicht, Rolana! Okay, endlich. Gut. Zack, wir machen hier mal. Das ist defensiver Kampfstil. Müssen wir schnell was nachgucken. Hier, defensiver Kampfstil. Ja, ja, aber was heißt's? Parade plus 2. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann mache ich bei ihr die Parade plus 2. Sie hat auch einen und ihn kann ich gerade nicht angehen. Oh, der schaue ich bewusstlos. Ich hasse Amöben. Ich hasse sie einfach so sehr.
okay, das wirkt immer nur für so eine Runde. Auch gut zu wissen. Er lebt wieder, beziehungsweise kriegt wieder was mit. Oh, ich bin gerade echt froh, dass wir Gladys Ausweichen 1 gegeben haben, ey. Du kannst auch mal so einen gezielten Schuss machen. Also, oh Mist. Also ich will nicht lügen, wenn... Ich mache jetzt einfach ganz viele Finden hier. Ich will nicht lügen, wenn die Ausdauerbalken hier unten sind. Also die Amöben, die kann man ganz gut, wenn man mit diesem Rezept alle auf eine. Aber wenn die Ausdauerbalken hier unten sind, dann wird es echt unlustig. Also, ich glaube, wir sind jetzt ziemlich gut aufgestellt. Ich glaube, wir sind relativ hochlevelig und dann klappt es alles einigermaßen. Aber ich hatte da auch schon ganz andere Runs. Und ich bin so ganz wild auf Plot. Das heißt, ich muss immer hier irgendwie ein bisschen Plot haben und renne immer den Plot hinterher. Und das kann auch teilweise dazu führen, dass ich halt viel zu früh in diesem Hesinde-Tempel stehe und richtig, richtig übel Probleme bekomme. Okay, 17, 13, das passt schon mal. Was hat sie denn gerade? Tacke 17. Was, mehr nicht? 13 und mit Schild 11? Das ist, das ist nicht so gut, meine Lieben. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Para... Hier, ich hoffe eigentlich, habe eigentlich mal gehofft, dass ich hier... Ach doch! Ah, Gott sei Dank. Intuition, Gewandtheit, Körperkraft. Intuition ist nur 12, deswegen Gewandtheit, Körperkraft. 13 ist nicht schlecht, geht aber besser. Und Intuition nur auf 12 ist, ja, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass die Parade nicht so hoch ist. Attackebasis, Mut, Gewandtheit, Körperkraft. Ja, da haben wir 16, 13, 14, da haben wir nichts zu meckern. Fernkampf interessiert bei ihr eigentlich nicht, aber okay. Ich habe jetzt leider im Moment überhaupt nichts, was ich ihr geben kann. Spontan. Was jetzt gegen die hier helfen würde. Säbel hat sie schon auf Maximum. Keine Ahnung, hier auch bei ihm. Also ich kann hier Sachen irgendwie ein bisschen nach oben bauen, aber ich glaube auf die... Er hat schon Fernkampfbasis 8. Da kommt es drauf an mit der Dings. Hatte ich ihm irgendwelche Sonderfertigkeiten gegeben, die ich vergessen habe ihm? Nee, Lademeister ist passiv. Nur die Rüstungsgewöhnung. Gut, bei ihm war es auch sonst nichts, ne? Doppelbefreiungsschlag, okay, aber den haben wir. Ausdauer, Ausweichen, Rüstungsgewöhnung, okay. Er hat aber auch relativ viele Steigerungspunkte. Genau, ich habe Hiebwaffen, glaube ich, bei ihm auch noch nicht so hoch, weil ich bei ihm vor allem auf Zweihandhiebwaffen eigentlich nachher will, oder das plane zumindest. Hätte ich vielleicht ihm schon mal so einen Hammer oder sowas geben sollen. Wie weit darf mich... Och, eins mehr hoch. Das lohnt nur nicht, dann... Ja, ist irgendwie alles nicht so. Also ich könnte jetzt, hätte ich noch genau einen über ihm, die Konsti noch um eins hochhauen. Dann steigern sich so ein paar Sachen. Ich glaube, die Parade vielleicht. Mal gucken. Und aber ich sehe eigentlich nicht, was das jetzt was nützt. Und sie hat gerade nicht so viele. Hier könnte ich die Fechtwaffen noch hochhauen. Oder Zauber ist vielleicht gar nicht so blöde. Ich glaube nämlich, der Fulminictus ist nicht so hoch. So, der ist jetzt auf 7. Da müsste er jetzt ein bisschen einen Tacken mehr Wumms machen. Na? ZFW 6. 2W6. Quatsch. Plus ZFP Stern SP. Das sind Schadenspunkte. Also nicht Trefferpunkte. Die Rüstung wird ignoriert. Das heißt 2W6. Man würfelt zweimal mit einem W6. Also Minimum 2, Maximum 12. Und dann je nachdem, wie viele Punkte man übrig hat. Und wenn man natürlich 7 hat, kann man da natürlich einige Punkte mehr übrig haben, als wenn man nur 4 hat. Ups, falsche Taste.